Ja, hallo, ich bin René von der Skischule Becker und vor einiger Zeit hat ein ehemaliger Lehrlingsteilnehmer sich bei mir gemeldet und hat mir mitgeteilt: Achtung, René, du bist schuld daran, mir ist ein wahnsinnig großer Fehler passiert und ich hätte ihn da nicht darauf hingewiesen. Ich habe zugesichert, das wieder gut zu machen und zukünftig Lehrlingsteilnehmer im Rahmen der Sachkunde darauf hinzuweisen, damit ihnen der Fehler später nicht selbst passiert. Was war das Problem? Er hatte zu wenig Munition mit aufgestanden und die Munition ist ihm ausgegangen. Er konnte auf dem Stand keiner kaufen und das Schießen, das Training war für den Tag beendet. Ich stehe zu meinem Wort, ich habe im Rahmen der Sachkunde und werde auch weiterhin darauf hinweisen, ausreichend Munition mit zum Training mitzunehmen. Ja, und zu so einem regelmäßigen Schießtraining gehört natürlich auch der vernünftige und angemessene Ansatz an Munition zum Training. Damit euch der Fehler nicht passiert, dem ein anderer Lehrlingsteilnehmer passiert ist und er hat mich angemahnt, dass ich euch das mitteilen soll, nehmt ausreichend Munition mit zum Training. Denn ihr wisst nicht, was der Tag bringt. Wie viel Munition ihr braucht, liegt na klar an der Schießdisziplin, nicht wahr, die ihr schießt, was ihr vorhabt, wie lange ihr schießen wollt, was ihr trainiert. Aber zu wenig Munition mitzuhaben ist einfach schlecht, wenn ihr auf dem Stand nichts mehr kaufen könnt und ihr würdet und könntet gerne noch ein bisschen schießen und kein anderes Lader euch was verleihen kann, dann ist einfach das Schießtraining für den Tag beendet. Also daher, immer ein paar Päckchen mehr Munition mitnehmen und wir wissen alle, schießen lernt man nur durch Schießen. Ich denke, unstrittig, nehmt ausreichend mit zum Training. Auf Antwort? Weiter. Also, zu den Beschränkungen. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich darauf hingewiesen und werde es auch weiterhin tun, ausreichend Munition mit zum Training zu nehmen, damit das Training nicht vorzeitig beendet werden muss. Ich würde mich erstens freuen, wenn euch der Fehler nicht passiert, der ihm passiert ist. Habt immer ausreichend Munition mit. Wenn ihr noch keine Sportschützen seid, würde ich mich freuen, euch hier im Rahmen eines Sachkundekurses hier bei uns begrüßen zu dürfen. Für alles interessiert, das Bild hier ist entstanden im Rahmen eines Trainingsschießens mit halbautomatischen Gewehren EPP Rifle im BDMP. Bis dahin, alles Gute, ciao.